Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, Feld Nummer 2 ist fertig mit der Aussaat. Jetzt geht los. Erstmal Kontrolle machen. Punkt 1, zusammenklappen. Wir wollen Dünger kaufen. Punkt 2, Kontrolle, Feld. Und zwar im Besitz 1. So. Feld 1. Dann gucken wir gleich nach. Oh, Dünger. Dünger sieht böse aus. Ich habe zwar gut gedüngt, aber es ist trotzdem jo, schlecht gedüngt, kann man so sagen, wie es ist. Feld Nummer. Das ist Feld 5. Ist deutlich besser. Fast schon zu gut mit Kalium. Aber wie gesagt, gerade so noch. Leider ist Feld 1, obwohl ich. Habe ich überhaupt gedüngt? Der Rest war nicht angeschaltet, ne? Gut, Fehler Nummer 2. Erst wollte die Aussaat nicht und dann. Na gut. Ja gut, dann müssen wir halt mit unseren Düngerstreuer mal nacharbeiten. Und das macht ja den Mix nach unten, ne? Hellblau wäre schön. Und so wie fällt 5. Ist ein Streifen total. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das ist halt so, ne? Ja, Dünger ging auch nicht raus. Gut, wir fahren. Aber die Aussaat ist erfolgt, das ist immer wichtig. Düngen können wir immer noch zur Not. Ich gehe mal zum. Fahr mal zur Genossenschaft. Erstmal den Ausschalten hier. Sonst, das lässt sich nicht fahren. Er wird immer dauernd über den gelben Strich fahren. Und da. Ist ein Unfall vorprogrammiert, ne? Das wollen wir ja nicht. Ne? Unfälle brauchen wir nicht. Ja, wir haben Regenwetter, ne? Das heißt, Sauwetter. Jetzt haben wir auch uhrzeitmäßig 13:41 Uhr. Ich werde auch zum Hof fahren und versuchen mal die Gas, also den Sack noch aufzufüllen. Hinterher. Dann machen wir morgen die anderen drei Felder, beziehungsweise wir fangen damit an. Bei dem Wetter. Ja, im Prinzip könnte man weiterarbeiten. Aber. Entschuldigung. Naja. Aber das. Muss ja nicht sein. Normalerweise wäre es ja so, dass der Boden total. Katschig wäre. Und eine Aussaat an sich. Nicht gut funktionieren würde, ne? Der Boden zu nass ist auch nicht ideal. Mal durch die Räder. Normalerweise müsste komplett durchdrehen, ne? Also einwühlen ohne Ende. Sauerei machen, ne? Also Dünger kaufen, den Rest Saatgut im Hof versuchen nachzuladen. Denn Saatgut war verdammt teuer gewesen. Richtig erschrocken. Gut, aber was soll's, ne? Ich hoffe, dass wir da guten Ertrag bekommen beim Verkaufen her später. Wenn wir ernten können. Um weiter wachsen zu können. Tja, Anhänger werden nicht verkehrt normalerweise. Aber wie gesagt, ich glaube, wichtiger ist noch ein Feld. Ne? Also die Felder dazu kaufen. Je mehr Felder wir haben, umso mehr können wir dann verdienen. Vielleicht wäre es auch nicht verkehrt, wenn wir da mal mehrere Sorten anbauen. Ne? Getreide man nicht jetzt. Mais ist noch nicht so weit. Das muss ganz ehrlich gesagt erstmal das Geld da sein, um die ganzen Geräte kaufen zu können. Ne? Gut, Häcksler und so könnte man sich die kaufen. Aber dann brauche ich dann mindestens mal Abfahrer, um das einigermaßen hinzukriegen. Ne? Denn alleine klappt das nicht. Also Unternehmen fahren und Häcksler fahren, das klappt nicht. Ja, weich mal aus. Ja, wir tacken am Hof. Ich glaube, es kostet da genauso viel wie hier. So. Muss ich aufpassen. Ne, Mittwoch haben wir heute. In der Aufnahmetag. Also, wenn die Folge kommt. Müsste eigentlich morgen uns mal zwei Folgen anhängen. Wenn ich heute keine 7 machen möchte. 7, ja. Ne. 6 dann, ne? Ja, 6. Also noch. Noch 4, also mit der Folge dann noch 4, also mit der Folge dann noch 4.
Dafür ein bisschen zu viel. Ja, zurzeit mache ich mit Überstunden. Ein oder zwei pro Tag. Um die Aufträge abarbeiten zu können, ne? Dass es nicht so viel wird. Ne? Lässt sich irgendwann nicht mehr aufholen. Ja, nächste Woche noch, dann ist mein Kollege wieder da. Hoffe ich jedenfalls. So. Wir bremsen mal, ne? Dünger haben wir gesagt, ne? Das macht, ja, 405 pro 1000 Kilogramm. Kommt fast hin, bis mehr wie 1000. Nützt ja auch nichts, das brauchen wir. Hoffen wir, dass wir unseren Streuer auch 15 drin haben, dann können wir eine Ecke nochmal düngen. Hoffe ich natürlich, dass wir am Hof den Saatgut rausbekommen. Ansonsten müssen wir das abschreiben, ist auch blöd, ne? Geht ja gar nicht, blockiert ja auch den Platz. Habe jetzt draußen die Paletten gefunden, da geht auch Saatgut zum Lagern. Macht ja Sinn, besser nochmal. Weil wir innen drin nicht so viel Platz haben. Ist ja leider so. Kleiner Hof. Keine Felder. Ja. So, Vollwehr. 15. Saatgut machen, wie gesagt, nicht. Ja, Corn King, ne? Das sind zwei Sachen, ne? Aber da regnet es noch. Es wäre ganz gut, wenn das noch abtrocknen würde. Zu morgen. So, fahren wir zum Hof. Im Grunde hätte ich doch letztes Jahr gruppern sollen. Zumindest den Boden aufreißen. Damit das Stroh weggeht, ne? Na gut. Also nächstes Mal schlauer. Ist ja auch ein Haufen Arbeit, ne? Und auch sehr eintönig. Und selbst wenn wir jetzt theoretisch noch andere Arbeit hätten und ein Helfer arbeiten könnte, rein theoretisch, ja, haben wir ja nicht. Das Geld reicht für einen Helfer nicht aus. Das war nichts. Dafür auch noch so wenig Fläche, um das entsprechend die Einnahmen zu generieren, ne? Oh, jetzt kommt Sonne raus. Wahnsinn. Das ist auch ein Zeichen, damit wir arbeiten können. Um 14 Uhr, wenn Sonne rauskommt, probieren. Aber erstmal holen wir uns dann den Saatgut. Das sind ungefähr 1000 Liter, die wir dann im Lager haben könnten. Geht nämlich darum, wenn das Gerät komplett leer ist, dann kann es sein, dass nicht funktioniert. Vielleicht muss ich mal schauen, den Trigger zu erwischen. Ne? Kann sein, dass ich dann genau den Punkt dann nicht erreicht hatte letztes Mal. Wenn man das 2000, also 1000 oder 2000 Euro kostet, na, dann kann man da viel Geld im Lager. Ne? Ich werde über ein Dings fahren, über den Feldweg, da kenne ich mir aus. Also links abbiegen. Wann habe ich gestern geschlafen? Wann war ich im Bett? 18 Uhr. Wahnsinn. Und heute wird das nicht anders. Glaub ich glaube, wird auch recht früh. Wo ich nachts sehr gut geschlafen habe. Ich muss ja so sagen, die Nacht davor habe ich wenig geschlafen. Ja, sehr wenig. Und eine Stelle nicht gemacht worden. Na gut. Hier, die verrutscht. Ja, Feld rechts muss noch gemacht werden. Dann nochmal Feld rechts und dann Feld links. Da haben wir schon Streifen gemacht. Ah, stimmt ja. Aber das macht nichts. Das ist ja nicht so tragisch. Ist ein Anfang. Hatte ich ganz vergessen gehabt. Wollte erstmal beide Felder in einen Zug durchziehen. Ne? Nur kurz anheben und wieder absenken. So.
Pustekuchen, ne? Planänderung. Ja, ein neuer Traktor bringt nur dann, wo wir auch einen Flug kaufen können, ne? Aber Flügen ist echt eine harte Nummer. Tagesarbeit. Muss man echt probieren mit einem Helfer, aber das Problem ist, soweit ich weiß, kannst du mir nur ein Feld zuweisen, dann fährt er hin und fährt wieder zurück. Das heißt, wir können nicht schlafen gehen, ne? Wir müssen den immer wieder einstellen neu. Das ist blöd. Ungünstig. Einzige, was bringen würde, wenn wir uns auch mit einem Flug hätten und mitarbeiten könnten, ne? Am anderen Feld halt. Dass wir mit einem Helfer zu zweit arbeiten. Aber da. Ja, da fehlt das Geld für, ne? Leider. Die großen Einnahmen haben wir hier nicht, du. Na, wir warten nicht. Ja, passt schön auf. Lager ist hier voll. Gucken wir mal, das hinkriegen. Entladen nicht. Ach so, ja, hier. Nicht im Trigger. Ist doch gar nicht. Fahrzeug Coron King 6000. Beladen geht. Entladen. Das ist Dünger. K60 ist Kalium. Ich habe hier 1500 drin Weizensaatgut. Und warum geht das nicht? Fülltyp wird nicht unterstützt. Ist das ein Bug? Beladen. Gucken wir hier rein. Aber ich mache mir wenig Hoffnung. Karte. Aufgaben keine. Kästen auch nicht. Kalender. So. Dünger war nicht teuer, Anführungszeichen. Das Statistik, Finanzen. Tja. Den weiß ich auch nicht.
Stall. Angestellte. Hier ist nur das aktuell gekauft haben. Oder hier, ne, aktuelles Jahr. Aber ich will wissen, was eigentlich Bank. Genau, Weizen, Saatgut. Wieso geht das nicht raus? Den Hänger probieren mal. Wir haben noch Phosphor da, also P46. Das werden wir machen. Den Hänger probieren. So, Weizen Saatgut. Belan. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ein Punkt. Was ist denn das überhaupt? Ja. Ah! Ja, es ist alles hinten drinnen, ne? Wo drauf kommt. Normalerweise ist es da vorne drin, im Tank. Und da habe ich mir gewundert, wieso keine Schläuche. Na gut, ich hab's gefunden. Gut, Geld gespart. So, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Ich wollte schon Hänger nehmen. Ja, wäre vielleicht auch nicht gegangen. Ja, tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's dann hier weiter. Hier mit Aussaat auf Feld Nummer 3 oder 4. Tschüss und nochmal dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.